In diesem Video geht es um Begriffe, die durchaus in die Geschichtswerkstatt gehören, denn zu diesen Begriffen kann man unterschiedlicher Ansicht sein. Da offensichtlich der Eindruck entstanden ist, ich würde sowas gemacht haben wie eine Personenstandserklärung, muss ich hier mal eine Klarstellung machen, denn ich kann auch nicht viel mehr tun, als aufgrund meines Wissens, das ich mir aneignen kann, zu reagieren. Und dies orientiert sich daran, dass eben bereits am 28.10.1918 eine Möglichkeit geschaffen wurde für den damaligen Reichskanzler Max von Baden, Dinge zu tun, die einer Selbstermächtigung gleichen. Er legte den Artikel 11 so aus, dass er die Macht im Lande hätte und entließ den Souverän. Seitdem ist alles Ermächtigung, egal ob Weimarer Republik, egal ob BRD und alles, was damit zu tun hat. Alle, die sich da jemals ermächtigt hatten, irgendwelche Macht im Lande zu haben, handelten zu Unrecht oder gar schwerstkriminell. Deswegen habe ich nichts zu tun mit irgendwelchen Gruppen, die sich auf Weimarer Verfassung oder Grundgesetz zurückführen lassen. Erstmals hatte ich dann auf diesen Brief geantwortet, wo dann nach der Entnazifizierung und so weiter gefragt wurde, Personenstandserklärung, und hatte eine Empfehlung ausgesprochen, was ich ansonsten nicht mache. Schließlich muss jeder selber die Verantwortung übernehmen für das eigene Handeln und Tun, und deswegen ist guter Rat oft nicht gut, weil wir unterschiedliche Fähigkeiten haben. Meine Fähigkeit reduziert sich darauf, nachzulesen, wenn irgendwas zur Debatte steht, wie zum Beispiel der Begriff Entnazifizierung. Und ich weiß sehr wohl, dass dieses eine Alliierten-Idee war, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges hier in Deutschland durchgeführt wurde. Und dass diese Aktion sehr selektiv vorgenommen wurde, zeigt sich daran, dass es zum Beispiel so eine Aktion gab wie Paperclip, wo dann eben Leute, die man gut gebrauchen konnte im Ausland, dorthin gebracht wurden und die Wissenschaft voranbrachte. Während andere auf gewisse Positionen in der BRD gehoben wurden, denen also gar nichts passiert ist. Wiederum andere, die kaum was mit irgendwelchen Vorgängen des Nationalsozialismus zu tun hatten, kamen dennoch in dieses Entnazifizierungsprogramm. Man kann mit einiger Sicherheit von Willkürakten sprechen. Das ganze Programm fing an mit dem Kontrollratsgesetz Nummer 1 betreffend der Aufhebung von NS-Recht. Durch diese Aufhebung des Ermächtigungsgesetzes wurde theoretisch die Gültigkeit der Weimarer Verfassung wiederhergestellt, die jedoch unwirksam blieb durch die Machtfülle des alliierten Kontrollrates und der einzelnen Besatzungsmächte überlagert wurde. Und das geht bis heute so. Es gab mehrere Befehle bzw. Gesetze, Militärgesetze der Alliierten, die sich mit der Entnazifizierung befassten. All diese sind allerdings vom Zeitraum von 1951 bis 1955 sowohl in der West- als auch in der Ostzone faktisch nicht mehr angewandt worden bzw. aufgehoben worden. Bereits 1949 wurde eine Bilanz der Entnazifizierung vorgelegt und die Zahlen, die kann man hier nachlesen, und diese sollen dann einen gewissen Erfolg der Maßnahme darstellen. Extrem erklärungsbedürftig bleibt allerdings die Tatsache, warum gerade an höchster Stelle die maßgeblichen Nationalsozialisten, vor allem Juristen der Nationalsozialisten, Einfluss nehmen konnten auf die Gestaltung dessen, was wir heute als Bundesrecht bezeichnen. Ein Beispiel dafür ist Filbinger. Es gäbe aber noch diverse andere, die zu nennen wären. Aber schon aufgrund allein der Unfähigkeit der Alliierten haben wir es heute tatsächlich damit zu tun, dass wir davon sprechen müssen, dass das, was wir als Bundesrecht bezeichnen, allesamt basiert auf nationalsozialistischer Gesetzgebung. Hier stellt sich sofort die Frage, was haben die Alliierten denn bloß hier gemacht? Denn im Kontrollratsgesetz Nummer 1 betreffend der Aufhebung von NS-Recht soll doch das Ermächtigungsgesetz, worauf eben die Nationalsozialisten hier die Macht übernahmen, weggenommen worden sein. Wie kann es sein, dass hier nur noch NS-Recht herrscht? Und ein Regime macht sich dadurch kenntlich, welches Recht mit Gewalt durchgesetzt wird. Und deswegen erübrigt sich die Frage, ob die BRD nun Rechtsnachfolger ist, teilidentisch oder identisch ist mit dem nationalsozialistischen Deutschland. Es gilt immer noch, welches Recht mit Gewalt durchgesetzt wird. Und wenn es nationalsozialistischen Ursprungs ist, dann fällt das eben auf die BRD zurück. Punkt. Die Alliierten stehen hier in direkter Verantwortung, denn sie haben ihre Sache nicht gemacht. Zu gegebenem Zeitpunkt könnte das nochmal zur Sprache kommen. Ansonsten sollte das heute nicht besonders interessieren. Heute allerdings gibt es Leute, die sagen, wir müssten uns entnazifizieren lassen, aufgrund eines Artikels 139 des Grundgesetzes, welches übrigens auch von den Alliierten stammt. Dieser Artikel wird allerdings nur noch von Rechtsprofessoren oder Juristen diskutiert, denn, wie hier zu lesen ist, gibt es keine unmittelbare Anwendung des Artikels 139.
Vielmehr lautet die Sichtweise so: Dieser Artikel steht noch im Grundgesetz, weil eine Abkehr von irgendeinem Totalitarismus, Rassismus bzw. der Befürwortung eines Einparteiensystems mit diesem Artikel gewürdigt werden könnte. Es steht nun zu befürchten, dass diejenigen, die für sich selber aufgrund irgendeiner Meinungsmache nun eine Entnazifizierung nach 139 in Erwägung ziehen, dass deren Verhaltensweise also nichts damit zu tun hat. Noch schlimmer ist es, dass diejenigen, auf die dieser 139er in der Weise angewandt werden muss, mit Sicherheit gar nicht begreifen werden, dass sie gemeint sind, um die Leute, die eine Einheitsgewerkschaft haben wollen, ein totalitäres System, Autorassismus leben, Autorassismus ist auch Rassismus, und deswegen sind diese Leute wohl diejenigen, auf die der 139er anzuwenden ist und auf sonst niemanden. Dieser Gruppe nun nahezulegen, sich nach Artikel 139 des Grundgesetzes zu verhalten, dürfte etwas schwer fallen, denn die Erkenntnisfähigkeit ist aufgrund von ideologischer Verbrämung mindestens stark herabgesetzt oder gar nicht vorhanden. Wenn heute nun Leute meinen, alle Deutschen müssten sich entnazifizieren lassen aufgrund des Artikels 139 und das womöglich noch bei der Russischen Föderation, dann ist diese Frage, ob das sinnvoll ist, ganz einfach zu beantworten. Was soll Wladimir Putin machen, wenn einer aus Bremen sich oder aus Bayern sich entnazifizieren lassen will, wie manche Protagonisten hier vorschlagen? Es geht nicht. Und dass nur Deutsche in der ehemaligen russischen Besatzungszone oder sowjetischen Besatzungszone sich entnazifizieren lassen, macht keinen Sinn. Also, vergesst es. Das ist Blödsinn. Der 139er macht schon lange keinen Sinn mehr und ist gerade mal eine Absichtserklärung. Des Weiteren ist es ein Geschäft, das das Ganze umsetzt, nämlich diese BRD ist geschäftlich organisiert, nachzulesen in Artikel 65 zum Beispiel, der Bundeskanzler vergibt nur Geschäftsbereiche und so weiter, und dieses Geschäft hat überhaupt kein Interesse, hier noch irgendwas zu machen. Also auch die BRD hat kein Interesse. Es sei denn, es gibt irgendwas zu verdienen. Ich hoffe, klar gemacht haben zu können, dass ich mit dem Begriff nichts anfangen kann. Ich verstehe nicht, warum es irgendwelche Aufforderungen gibt an Leute, die hier im Land wohnen, die sich nun irgendeinem Prozess unterwerfen sollen, der vermutlich völlig irre ist. Meine Videos sind Videos zu Themen. Die Themen, die hier behandelt werden, sind oftmals gewaltig und es können sehr unterschiedliche Ansichten herrschen. Weiterführende Kommentare sind immer erwünscht, denn es bringt ja auch andere weiter. Bis hierhin erstmal. Ich wünsche euch alles Gute und gehabt euch wohl.